Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Staffel 2, Community-Kopfbau, Episode 3. Heute endlich wieder mit Verstärkung. Beim letzten Mal schon gern gesehener Gast in der Reihe Community-Kopfbau, Konsti, moin Meister. Moin. Freust du dich auf die Community-Kopfbau-Dinger? Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was bei rausgekommen ist. Safe, ich auch. Als erstes haben wir ein Video von Jerome. Labern wir nicht lange rum. Wir hüpfen rein und gucken mal, was der Jerome gebaut hat. Wir bauen jetzt heute eine Moon. Sound ist zu leise. Guten Black Nana, natürlich ein Kilo vorhanden. Ja, legen wir mal los. Erstmal durchrühren. Hygienemundstück, Pfanne stopfen. Ich kann tatsächlich nicht mal die Pfeife blubbern hören, wenn ich das richtig sehe vom Mikrofon ausschlag. Aber der muss doch safe in der Shisha-Bar arbeiten bei der Menge. An Tabak? Ja. Also warum denn in der Shisha-Bar? Die Umgebung könnte Shisha-Bar sein. Schön. Ich glaube, das ist einfach der Shisha-Keller. Bisschen verteilen. Also wäre ich mir jetzt relativ sicher. Meinst du, er leuchtet noch an? Weil ich sehe da unten noch so einen grünen Marokkaner-Shot. Nee, ich glaube, der ist irgendwo dran gekommen. Hier oben liegen ja auch noch zwei Holzer-Shots. Aber da ist noch eine Dose Holzer-Grape mit dem Bild. Ja, stimmt. Aber man sieht nicht, ob es 2.0 ist. So, aber zum Kochbau. Tabak erstmal locker fluffig rein nach dem Umrühren. Ja, wunderbar. Jetzt hier schon wieder ja, ein bisschen Abstand hat er, stören. Wenn man so guckt jetzt. Ah, ich weiß nicht. Kann auch wieder täuschen. Ja, natürlich. Und auch den Blueberry Muffin Dark Leaf, den habe ich ja gar nicht gemocht. Ach. Ist aber so, wie es aussieht, ja doch. Also ist auf jeden Fall kein krasses Kontakt-Setup. Das wäre ja, schon mal mein Kopf. Schöner Noppenkontakt. Normalerweise hier steht noch so ein Blako, aber ist ja. Ne, habt ihr gesehen? Da stand noch so ein Blatt ab. Das würde ich jetzt nochmal andrücken. Pass auf. Das wäre dann schon mal mein Kopfbau in dem Moon. Hier, da hat man es gesehen. Das, sowas. Aber selbst wenn du dann die Smokebox drauflegst, dann setzt sich das ja eh wieder. Also dann ist das halb so wild, ne? Keine Ahnung, das wäre jetzt was, was mein innerer Monk beim Kopfbau sagen würde. Drück dieses Blättchen noch an, Marvin. Beim Kamin wäre es schlimmer. Beim Kamin wäre es schlimmer, ja. Normalerweise alles, Oblako, ne? Aber ist ja momentan verboten. So, Kohle ist ready. Sicher, das ist der Shisha-Slash-Werkzeugkeller. Okay. Backform. Oh, nice. 1 Kilo immer. Hinter mir noch 10 Kilo Black Coco, C26. So, die sind noch für einen Kollegen. Hier immer schön ausmachen, Wasser, ne? Ah ja, sehr gut. Habe ich tatsächlich im Büro hier auch, weil ich ja dann nach dem Stream heimfahre und da manchmal auch Kohlen an sind. Ich habe jetzt einen Kohlekorb, der ist geflutet mit Wasser, damit ich wirklich 100% sicher sein kann, die Kohle ist aus, wenn ich hier aus dem Büro gehe. Ich könnte daheim nicht entspannen, wenn ich wüsste, dass hier noch Kohle glüht. Ja. Stell dir mal vor, du kommst am nächsten Tag ins Büro und du siehst, das Ding ist abgebrannt. Da hättest du Spaß. Da hättest du, oh Junge. Hier habe ich noch meine Kopfsammlung, Oblako S. Ah, da wären auch noch ein paar Oblakos am Start gewesen. Ein Glück haben wir es verboten. M unglazed für Traube Minze nur, damit er sich da richtig schön einsieht. Der ist auch am Siffen ohne Ende. Noch ein Kopf von Ocean, ich glaube von Kaya. Dann Bengala Bowl Black Mamba, Bengala Bowl Samui Grün. Der Kopf für Alufolie, sehr nice. Ich rauche jetzt mit dem Callout 1 plus Nieris. Davon habe ich noch einen und noch zwei Callouts 1 plus, normal. Jo. Auf dem Regal weit haben wir noch. Oh, das sieht mir aus, als wäre da eine Honeysai am Start. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist eigentlich die typische Honeysai Bowl. Ich kenne ehrlich gesagt keine andere russische Pfeife, die dieselbe Bowl hat. Zumindest nicht im Direktverkauf. Die Bowl von der Honeysai. Und die habe ich mir noch. Wir beide ja, war klar. Ich habe mir extra geholt, aber ist gerade noch keine passende Pfeife für da. Hohoi, okay. Oh, Sammlung aufgebaut und zwei SWG-Hygienemundstücke am Start. Und die SWG-Zange. Junge, das Setup ist perfekt. Wir können aufhören. Nee, sehr nice. Feier ich. Was ist das mega. Andere? Eine KFS? Eine Tiger and Dragon? Octopus? Ja. Und was ist das ganz rechts? KFS? Das hier? Ja. Könnte das ist nur eine mit Gummianschluss. Ich hätte, von der Rauchsäule war ich jetzt kurz bei MIG, aber die Schlauchanschlüsse sind eigentlich Amy NPS mäßig. Ja. Und die Bowl sagt mir eigentlich hier gar nichts. Es könnte auch eine von den ersten The Hooker oder sowas. Er wird es doch denke ich gleich sagen. Ja, wir hören einfach rein. Rauchentwicklung schon mal, mashallah. Aber ist ja klar, SWG-Zange, SWG-Hygienemundstück, also 80% mehr Rauch. Richtig. Ist ein Armageddon, schreibt Ace rein. Die kriege ich auch noch am Start. Das ist ja noch eine Pfeife. Stimmt.
Rauchsäule sagt mir WD. Bowl sagst du, sieht Hucke. Aus wie abgekupfert von der Venos. Mhm. So, aber Rauchentwicklung, Blow-Off sieht auf jeden Fall sehr nice bei Jerome aus. Ja, ich rauche hier auf der Breeze 2 mit den pinken Sleeves. Der Exclusive Bowl Wildcut. Cut, keine Ahnung was. Wildcut Black. In schwarz. Sehr schön. Fertig, bestellt auf Amazon mit Gravur, das Brettchen, wo das LED-Licht reinkommt. Ja, hier haben wir noch die Honeysai, gerade mit grünem Wasser, noch vom alten Kopf ist der grüne Dragon? Oblako. Ja. Kiwi müsste sein. Eine Smoker ist aber eine Schmutzpfeife, die ist aus Alu. Ich sag nur, ich habe einen Kopf darin geraucht und schon direkt Kalkstückchen. Dann die Ocean Cave S Mini in Blau. Das war meine erste Pfeife, die Dilo. Noch eine. Ah. Dann haben wir hier noch die The Hooker. Übrigens, nur kurz um zu sagen, ich habe mit Dilo telefoniert. Es heißt wirklich Dilo. Das ist der Name von seinem Sohn. Oder rückwärts oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Aber es heißt wirklich D-Love. Tradi Old School, die ist für Traube Minze. Und meine Lieblingspfeife für die Vuka. Und die Vuka. Bald wird jetzt noch bestellt die K-Bro Iceberg Mini. Weil die Rauchsäule einfach geil aussieht. Das ist halt schon wieder so komplett Geschmackssache. Mhm. Ich finde die K-Bro zum Kotzen hässlich. Ich habe es noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber nee, doch, du kennst die. Das ist die mit diesem riesen Tank an der Rauchsäule, wo du den ganzen Scheiß reinkippen kannst. Ich finde die... Wo da irgendwelche Nudeln reingekippt haben. Also ist ja, Nudeln, Süßigkeiten zum Super Bowl, hat Allgäu rein, Shisha for everyone tobt sich da mal aus und kippt da farbiges Wasser rein. Klar, das ist ganz witzig, dass man da was reinkippen kann. Ich persönlich finde die halt einfach hässlich. Ne, mein Geschmack ist es nicht, aber wenn es dir Jerome gefällt, das muss ihm gefallen, nicht mir. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ich viel Spaß beim Reagieren. Aber war ja Jerome, guter Kopfbau. Ja. Bis auf das eine Ding, was da abstand, habe ich literally nichts, was ich sagen könnte. Sieht geil aus. Tabaksammlung cool. Ja, Pfeifensammlung ist cool. Sehr, sehr geiles Video. Als nächstes. Schmon. Schmon hat mir übrigens gestern auf Insta geschrieben und jetzt hat mich gefragt, wie stellst du dir mich eigentlich vor? Ach, hast du noch nie gesehen davor? Nein. Ach, krass. Also, keine Ahnung, so ein Bild auf Instagram, ne? Also, aber da erkennst du auch nichts. Ja, keine Ahnung. Was hast du gesagt? Was sollst du noch so sagen? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, Digga, sehe ich ja morgen im Video. Wie Mensch, zwei Arme, zwei Beine. Ja, hast du wahrscheinlich ein paar Arme, hast wahrscheinlich ein paar Beine, Gesicht hängt da wahrscheinlich noch irgendwo am Kopf rum. So wird es wahrscheinlich sein. Ne? Ja, und jetzt siehst du zum ersten Mal live. Jetzt sehen wir Schmon, wo ich vielleicht sogar auf der Hochzeit im nächsten Sommer bin. Ja. Also wenn das geht und Corona-mäßig, hätte ich Bock. Guck mal rein. Genau so habe ich mir vorgestellt. Genau so, 100%. Schmon, jetzt weiß ich wieder aus diesem Menü. Bevor ich zu meinem Community-Kochbau komme, würde ich euch ganz gerne mein Shisha-Setup zeigen. Und danach sehen wir uns direkt hier in der Kochbauzentrale zurück. Kommen wir zu meinem Shisha-Setup. Hinten seht ihr schon... Wild. Also der die linke kennt man. Ist ein Genie, oder? Ich weiß es nicht. Von rechts, die kennt man. Breeze 2. Breeze 2 mit einer Custom Bowl. Dann die Aeon Edition 4 auf der... Hoarfrost. Nee, die Hoarfrost geht doch von oben nach unten, oder? Die Hoarfrost hat unten das Eis. Sicher? Ja. Dann die Hoarfrost Edition 4 mit dem Steckbowl-Adapter und Invert-Rauchsäule. Und dann noch eine clean Blizzard Aeon Edition 4 Premium. Und? Aber mit dem Blindstopp. Wollte gerade sagen. Cool aus. Ne? Sieht cool aus. Ganz links seht ihr die Hooker Cartel Sniper, die ich damals in meiner Unizeit noch gekauft hatte. Eine Vierschlauch-Edelstahlpfeife. Meine zweite Pfeife, die Aeon Edition 4 Premium mit der Blizzard Bowl. Für mich mit Abstand die schönste Bowl-Variante von Aeon. Die dritte Pfeife ist auch eine Aeon. Hier ist es aber ein bisschen anders. Ich hatte das Glück, dass Aeon mir damals noch die Lounge Base einzeln verkauft hat. Die habe ich dann gekauft mit dem Steckbowl-Adapter dazu, der Invert Rauchsäule und wild. Der Noble Bowl. Und zu guter Letzt die Mos Breeze 2. Kommen wir zu unserem Zubehör. Ganz klassisch Kopfbau. Ich hatte mir ganz am Anfang von Aeon diese Carbon-Gabel geholt. Das ist schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da hat auch mal jemand mit Code SWG bei Aeon bestellt, Schmon. Ehre. Meine erste Kohlegabel, wenn man will. Wahrscheinlich Gabel, oder? Ey, Schmon, ich kenn's, Digga, ich kenn's. Die ist von Almani, glaube ich. Und ich fand die auch immer ganz cool. Jetzt was vom Schweizer Alfaka, Messer. Glaub ich, Alfacher, glaube ich. Einfacher, stimmt. Alfacher aber war das, nicht Almani. Wer hätte es gedacht? Für mich mit Abstand die schönste. Nein, Zange.
Ehre. Also da geht mir auch einer, wenn ich die sehe. Ich sag, wie es ist. Wie ihr seht, Lotus 1 Plus. Verlobte macht viel mit ihm, wie man sieht. Auch den Nieres letztens noch geholt. Und keine Ahnung, was das ist. Weiß ich auch nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Auch keine Ahnung, was das ist hier. Das aber da. Wenn du bedenkst, wir haben alle so angefangen, ne? Das ist Wahnsinn. Aber das Ding? Nee. Das da ja. Aber das Ding hier? So, Bruder, keine Ahnung. Ich könnte dir nicht sagen, was das für einer ist. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei meiner Tabak-Kopf-Vorstellung. Fangen wir mal mit den Köpfen an. Ganz links seht ihr ein paar Mehrlochköpfe, die hier zwei Genie-Köpfe, einmal Mehrloch, einmal Funnel. Dann ein Khalifa-Kopf. Und dann geht's auch schon los mit meinen Lip-Lips. Einmal Cool Water 1, 2, 3 und den komplett in Schwarz, wobei die beiden Lidlips sind. Alter, da siehst du direkt, dass es ein Lidlip XXL ist. Ich glaube, ich habe keinen XXL. Den erkennst du daran, dass der Rand weniger breit ist. Das ist ein Lidlip XXL und das ist der Lashlip. Aha. Und dann kommen eigentlich auch schon nur noch Oblakos. Einmal Oblako M jeweils, die Killer Bowl und dann habe ich hier vier Oblako L-Köpfe. Bei meinen Tabaksorten reden wir hier von ein bisschen... Oh, ich habe so Bock auf Kiwi-Smoothie und meiner ist leer. Must-Have, Dark Blend, einmal Kiwi-Smoothie, Ananas, Forest Berry und Pinkman meine ich. Dann ein bisschen Nameless-Tabak, natürlich der alte Black Nana und African Queen. Dann Holster, Grape 2.0, natürlich mit Shot am Start. Kiwi-Punch, übrigens mal Kiwi-Punch. Mit Kiwi-Smoothie, schmeckt sehr, sehr geil. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber tatsächlich ein Virginia-Kiwi mit Kiwi-Smoothie ist brutal. Macht's angenehmer, ne? Ist brutal. Kommen wir zu den Hokain-Sorten. Einmal Green Lean, Center Shocks und unten ist, meine ich, ah ja, da kommt's. Papayi Mango. War für mich eine der schlechtesten Hokain-Sorten. Tatsächlich, wundert mich nicht, dass der relativ fix rausgeflogen ist. Wieso Smoothie? Es heißt Smooth. Ja, in Deutschland ist der offizielle Name Kiwi-Smooth. Das ist richtig. Eigentlich heißt die Sorte in Russland aber Kiwi-Smoothie. Dann ein Aquamenta Red and Green, ein schöner Apfeltabak, den ich aber auch pur kaum rauche. Den mische ich immer ganz gerne. Tatsächlich auch mit Green Lean. Also ich finde, Green Lean zu mischen ist einfach Bombe. Dann hat der liebe Konsti mir empfohlen von Agile den Orange Mint. Ein sehr, sehr geiler Orangentabak. Muss ich wirklich sagen, auch das Design dieser Dose ist einfach, ja, ist einfach schön. Wie ihr wahrscheinlich denken könnt, gibt es heute bei mir... Ah, hat sogar die Verlobte gefilmt, ja? Die sehr, sehr leckere Mische Green Lean und also Green Lean von Hukain und Pineapple von Must Have. Oh, das müsste ich auch mal probieren. Das hat er mir ja empfohlen. Habe ich dann auch probiert. Das ist wirklich geil. Ist wirklich das eine gute ist eine Mische. Geile Idee. Ja, safe. In dem Hukain Lip Lip XXL. Ne? Nicht in dem normalen Lip Lip, sondern in dem Lip Lip XXL. Ich frage mich sogar, was seine Verlobte sich so denkt, was filmen schon. Musste. Jetzt nehme ich mir einfach hier mal ganz trockene Gabe. Die Mischung muss ich jetzt mal gucken. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, macht einen guten Spaß. Ja, gut wie Greening auf jeden Fall. Must Have werde ich auf jeden Fall ein bisschen andrücken oder ein bisschen mehr als normalen Tabak. Und ich versuche dann... Sieht auch nach ordentlich viel Tabak aus, von der Kameraperspektive auf jeden Fall. Ja, ungefähr ein gleiches Level zu kriegen. Jetzt nehme ich hier den Stecher und gehe erstmal hier rum. Bei Must Have immer ein bisschen blöd, ihr seht das schon, das klebt teilweise wie Hulle. Aber das ist echt eine gute Paste, ey. Kriege ich das Zeug? Erstmal verteilen hier. Also so wie es von oben aussieht, wird es auf jeden Fall ein Overpack. Aber wie gesagt, kann auch Kameraperspektive sein. So, wir hatten schon wie also oft, oben, dass wir uns dachten, wie voll ist das Ding? Dann wird rumgedreht und dann denkst du, ach, da ist ja doch noch Luft. Aber oben wirkt es relativ leer, muss ich sagen. Hier? Da, ja. Mir mal gespannt, was da noch macht. Es wirkt aber immer noch so wie so ein Löchlein und dort. Must Have auch noch aber ein bisschen mehr andrücken. Zumindest mache ich das so. Dann ist er auch gleich schon fertig. Ich gehe gleich nochmal um den Rand. Hier ein bisschen frei machen. Das ist so, 5 Minuten mehr in den Kopfbau investiert und das ist eine geile Pfeife, ne? Ich sag auch immer, lieber ein Minütchen mehr beim Kopfbau und dafür 1,5 Stunden mehr Spaß, als hier schnell Heckmeck und dann hast du den Salat. Und das ist mein Köpfchen. Ich glaube, ich hätte es noch ein bisschen mehr verteilt, noch ein bisschen gleichmäßiger. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich mit viel Kontakt ist, kann das sogar ein Vorteil sein, wenn es nicht super bündig und super clean ist, weil du noch so ein paar Luftkanäle hast. Man müsste es von der Seite sehen. Ja, aber auf keinen Fall schlecht. Nein. Um das nochmal zu sagen. Auf keinen Fall schlecht. Aber vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit, wie zum Beispiel ein bisschen mehr verteilen, ein bisschen gleichmäßiger. Mein Köpfchen. Du kannst mir alles beibringen. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video bis jetzt gefallen. Ich bin selbst gespannt, wie der Kopf funktioniert. Hier nochmal die Aeon Edition 4 in der Lounge-Variante mit der Steckball. Sieht mit halt dem Stecker. Schon einfach schön aus, ne? Ja. Also die Pfeife. Manche sagen, das ist denen ein bisschen zu hoch von der Base mit dem Steckball-Adapter. Ich finde, das hat was. Kriegst du da eigentlich Probleme mit dem Wasserstand? Weil du siehst ja, der ist sehr, sehr hoch durch die Kurve.
kurz rauch, Säule. Gar nicht. Nee? Also ich rauch meine, also wenn mein Lieblings-Setup für die Edition 4 ist immer mit dem kurzen Tauchrohr und Diffusor. Warum? Wenn du die Edition 4 mit Invert-Säule rauchst und mit kurzem Tauchrohr und Diffusor, das ist ein Anzug von einer relativ großen Pfeife, sowas hast du noch nicht erlebt. Das ist so ein direkter Anzug, so ein phänomenaler Durchzug, das ist der Wahnsinn. Okay, also du hast ein direktes Ansprechen. Die Pfeife raucht sich wie eine kleine Pfeife. Okay. Das finde ich killer. Ihr hört auch schon der, ich muss gleich mal den Lotus Eis ein bisschen drehen, weil ich ein leichtes Overpack gebaut habe, aber der Durchzug ist, denke ich, von Anfang echt in Ordnung. Ich habe jetzt nochmal die eine Kohle zum Anrauchen runtergenommen, den Lotus Eis ein bisschen gedreht. Rauchentwicklung auch. Läuft, und Durchzug ist viel, viel besser als vorher. Ja, danke mal für alles, was du bis jetzt... Edition 4, dann Overpack, ab und zu HMD drehen. Ja. Irgendwann ist der Durchzug einfach on point. Was du uns getan hast und dass wir durch dich so viel lernen durften. Wir gucken dich immer weiterhin, auch die Frau hinter der Kamera. Und wir sehen uns dann ja schließlich in einem Jahr. Bis dann. Wunderbar. Ja, nice. Schmon, Kuss fürs Einsenden. Kuss für so viel Mühe machen. Beim Video. Sehr, sehr geil. Und starten in unserem dritten und für heute letzten Community-Kochbau. Und zwar von Simplexus. So, schauen wir mal rein. Shisha-Sammlung zu zeigen. Also im Rahmen vom Community-Kopfbau-Video. Und ja, dann fangen wir mal an. Also ich habe jetzt hier eine Aladdin MVP 360 Glow Dark. Dann haben wir eine WD-Hooker XYZ, keine Ahnung, wie das Modell heißt. Rechts neben der WD-Hooker haben wir eine Genie-Hooker, die hat mir damals relativ gut gefallen, weil das so die erste Glaspfeife war, die ich kannte. Hatte ich auch. Ja. Fand ich auch immer ganz cool. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Glaspfeifen. Wenn was kaputt geht, ist scheiße. Ja, sehr. Dann haben wir hier eine Gladiator Phantom 2.0 ist es, glaube ich. Scheint eine Hesse zu sein, ne? Bin ich mir aber gar nicht sicher. Hesse. Dann haben wir hier noch eine WD-Hooker XY9 anders. Auch keine Ahnung, ich finde das schrecklich, diese Modellnamen, die kann sich kein Mensch merken. Bin ich 100% bei dir, Digga. Bin ich 100% bei dir. Mich fragen auch oft Leute, wie findest du eigentlich die WDX13-Y8,2? Ja. Und ich so, Digga, keine Ahnung, welche das ist. Dann haben wir hier noch eine Genie-Pfeife. Ich habe mich immer gefragt, wer sich sowas kauft. Ich fand das immer cool. Jetzt wissen wir es. Ja. Echt? Ich fand die echten Zeit lang wirklich cool, ja. Ich finde das echt schrecklich. Also ich, also wie gesagt, ne, again, so, das ist halt Geschmackssache, aber ist Geschmackssache. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Regal und zwar... Was hat der 100% extra so aufgebaut? Von weiß ich nicht. 100%. Weiß ich nicht. Sieht überleg auch mal. Geil aus. Natürlich, überleg. Oder willst du an die unterste Dose ran? Da bricht der ganze Turm vielleicht zusammen. Vielleicht sind das auch leere. Das kann auch sein. Damals noch, da sind noch sehr, da ist noch sehr viel Tabak drin. Ach du Scheiße, auch noch die Start Now Winter Edition und die sowas. Sind uralt. Ach du Kacke. Auch da sind auch Sorten, aber die kenne ich gar nicht. Dieses Straw da oben, das da, ja genau. Nee, das? Ja, ja, kenne ich auch gar nicht. Oder rechts nicht. Unten daneben, dieses mit der Zitrone Blaubeere. Kenne ich auch nicht. Ich kenne die Hälfte davon, die hier rumsteht. Ja, ich auch nicht. Wahnsinn. Das ist schon eine wilde Sammlung. Ja. Uralt. Ja, da sind noch da sind noch Früchte drauf. Ja, stimmt, einigen. Da sind Früchte drauf. Das sagt auch, wie alt das schon jetzt sein muss. Jetzt müsste man mal gucken, ab wann das verboten wurde. Dann weißt du, wie alte Tabak mindestens. Zwei Jahre, drei Jahre? Ja, drei, noch vier mehr? Jahre, locker. Oh, dann haben wir hier, ganz wichtig, dann haben wir hier noch die Kilodose Black Nana. Den baut auch. Die ist noch verschlossen. Ich traue mich auch gar nicht, die zu öffnen, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr an den Black Nana rankomme. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen ans zweite Regal. Und zwar haben wir eine Delaw-Pfeife, und zwar komplett aus Holz, Rubin und eine Ocean Hooker Kaif. Rauche ich mitunter am liebsten. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsregal, und zwar haben wir hier eine Venuka, und zwar die Kiki. Ich muss sagen, die Pfeife macht schon was her. Ja. Die raucht sich sehr gut. Die Verarbeitung sehr gut. Aber 250 Euro für eine Alu-Pfeife. Ja, für eine reine Alu-Pfeife, muss das ich dazu sagen. Tut schon das weh. Das tut wahnsinnig weh. Aber die ist schon irgendwie geil. Ja. Also ich hatte die ja mal einen Tag zum Testen und die ist schon geil. Aber ja, wie gesagt, es tut halt ein bisschen weh. Der Preis. Dann haben wir hier noch eine
Die SCG-Zahne wieder am Start. Und die liegt Junge, zufällig so da. Stolz wie Oscar hier. Die Style-Stil und meine absolute Lieblingspfeife. Die Anschlüsse sind auf jeden Fall auf. Ocean Hooker Euphoria Diamond. Das ist eine Euphoria? Also das ist ziemlich die erste, die da rauskam, oder? Das wirkt überhaupt nicht mehr wie Style. Also ich habe es jetzt nur an der Bowl erkannt, dass es ein Ocean ist. Ja. Natürlich ausgestattet mit der SPG-Zange für maximalen Rauch. Sehr geil. Dann kommen wir zu den Köpfen. Aber bis jetzt hatte jeder die SPG-Zange, ne? Jeder von den dreien heute. Und zwar sind es hier 5 Oblakos. Einmal in S, dreimal in M und einmal in L. Geil. Und hinten dran noch 3 Hukain Litlips. Das ist momentan einer meiner Lieblingsköpfe, die Litlips. Verstehe. Entschuldigung, die Litlips. Und dann kommen wir hier noch zu den zu Tabak. Was ist das denn? Keine Ahnung. Also da ist ein ATH. Ja. Das? Keine Ahnung. Könnte auch das, ein Oblako sein. Nee, das ist kein Oblako. Ist zu eckig. Na, ja, stimmt. Aber das Mira? Hier? Mira vielleicht? Mira? Keine Ahnung. Das könnte Mira sein. Da haben wir jetzt halt die ganzen Holster-Sorten. Da habe ich den Holster. Grape 2.0 und den Grape Mint da. Und halt hier noch ein massiver... Den fand ich schrecklich. Kleid. Und ich glaube, hinten ist noch Somo. Ja, und Nameless. Genau, und dann haben wir hier noch einen Alamut und 2 No-Name-Funnels. Die habe ich mal geschenkt bekommen, beziehungsweise den hat mein örtlicher Shisha-Laden. Ja, ist aber im Endeffekt ein Oblako-Verschnitt. Dann haben wir hier zur 187-Sammlung. Der Werk und Zeus und, das, und Sapphire-Köpfe stehen hier, jetzt hier noch 2. Und hinten dran die 187-Sorten. Die habe ich jetzt noch gar nicht probiert, die neuen. Die habe ich jetzt schon da. Die würde ich jetzt die Tage mal testen. So, dann haben wir hier unten noch eine kleine Odemann-Shisha. den Ian Funnel. Noch ein paar Kopfbaunadeln, Kopflochstöcher. Keine Ahnung. Die Bälle richtig genial. Und noch ein Sapphire Hotshot RT. Ich muss sagen. Die Bälle, die Bällenstecher. Ja, ja, ich finde echt cool. Ist wild, ja. Ich habe damals ganz, ganz oft mit Sapphire geraucht. Was ich jetzt allerdings nicht mehr mache. Also vor allem im Hotshot RT mit einer Kohle. Das funktioniert für mich gar nicht mehr. Aber da haben wir es wieder für der Wandsmoke gedacht. Also da ist er wieder nicht fehl am Platz, sagen wir es mal so. Ja, na? Stimmt schon. Die Kaliber Bowl und noch ein Sapphire-Kopf. Dann meine ganzen FFM-Dosen. FFM feiere ich übelst. Und noch ein Starline. Oh. So, dann kommen wir zum Kopfbau. Noch ein ATH Modell S in der Marmoroptik. Sehr nice. Auch bei ATH die Colorways. Ja. Und die Designs, namensmäßig kriege ich die niemals alle auf die Kette. Ist schwer, finde ich cool. Auch heute im ATH, also in dem neuen, das ist auch einer meiner Lieblingsköpfe. Also der Bau tatsächlich ein Envy-Ray. Ich fand den schrecklich, das war einer in meinen Augen der schlechtesten Shades überhaupt. Also klar, über Geschmack lässt sich streiten, ich will nicht verurteilen, aber ich sag, der Envy-Ray, das war... Ich glaube, ich habe den sogar nie geraucht. Bauen tun wir heute nicht. Doch nicht, ich dachte schon. Shades? Gut durchgemischt habe ich es jetzt vorhin schon. Im Endeffekt gehe ich dann einfach nur noch mit der Gabel in den Tabak rein. Das ist so, streiche ich so ab. Ich habe mir hierfür so eine Kopfbau-Gabel-Kombi gekauft. Also die sind getrennt voneinander, nicht in einem, weil das dann auch einfach geht. Ich habe übel lange keinen puren Kopf-Kiwi geraucht. Ich also wirklich ewig. Schon, doch, letztendlich. Nee, aber es war auch kein pures Hand gemacht, illegal. Ja. So, das sieht jetzt alles ein bisschen schlecht aus. Also mit Anfang vollkommen okay. So, jetzt gehe ich noch hin, verteile das noch so ein bisschen. Verstehe. So, ist jetzt nicht der schönste Kopf. Ja, ah, ja. Na, endlich. Also, getriggert. Das sieht eigentlich okay aus. Das sieht eigentlich okay aus. Da macht den Fleck hier da auf weg. Der Seite könnte man noch ein bisschen was machen. Ja, ich werde dann später noch im Nachgang mit dem Seva, mit dem Rand drüber gehen. Ja, und das... Was übrigens, eigentlich was dann auffällt, wenn ihr auch hier diese schwarzen Ränder habt, ne, geht einfach mit einem Stahlschwamm locker drüber. Nicht super fest drücken, einfach ein paar Mal locker unter Wasser drüber gehen. Dann kriegt ihr diese ganzen schwarzen Ränder da hier, kriegt ihr alle weg. Dann sieht euer Kopf wieder aus wie neu. Ja, und das war's dann eigentlich schon von meinem Kopfbau. Genau, das war's. So. Ja, nice. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da hätte man nochmal über den Rand drüber gehen können. Weißt du, nochmal mit der Gabel hier so ein bisschen runter, damit da auch ja nichts hängt. Er hat ja gesagt, er ist eh nochmal mit dem Zebra über den Rand gegangen. Das ist dann hoffentlich auch Geschichte gewesen. Das denke ich mal. Ja. Aber ansonsten, wunderbar. So, läuft die Edition 4 Lounge Amethyst. Die hat er uns eben nicht gezeigt. Ist ihm aufgefallen. Er hat alles genutzt, was er uns eben nicht gezeigt hat. Ja, finde ich cool. Also ich sage immer Iron Lounge 4. Ist tatsächlich beides richtig. Also die Jungs, die Ian gegründet haben, wollten, dass es Ian heißt. Haben dann aber akzeptiert, dass alle Menschen Aeon sagen. Mhm. Und jetzt sagen sie, jo, Aeon, Ian, was du sagen willst, ist mir egal. Sag einfach, was du willst. Blaue Colorway besser gefallen, nur das ist immer ausverkauft.
Ich nehme jetzt mal einen Zug, die standet schon 5 bis 6 Minuten. Das kann, finde ich, bei Shades mit 3 Kohlen schon so viel sein. Das kann in die Hose gehen. Ja. Oh, der war angestrahlt. Ja, ich kann das nicht so beurteilen. Ich finde. Das war jetzt auch der erste Zug. Alles gut. Du weißt ja, wie ich bin. Du hast doch nie böse gemacht. Nee, das meine ich ja gar nicht. Ich meine nicht wegen dir, weil du sagst angestrengt. Ich meine, weil er sagt, er kann das nicht einschätzen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ach so. Ich meine, das ist halt gerade der erste Zug. Ach so, nee, das ist absolut. Das, der Kopf ist, auch wenn du 5 Minuten wartest, noch nicht so schön durch warm geworden, durchgezogen, durchgeglüht. Also das muss sich ja trotzdem alles noch erhitzen. Ich sag mal, gut ist es dann, wenn es für dich passt. Wenn ja, das bist, sowieso. Dann ist es gut. Das sowieso so. Wenn er happy damit ist, dann ist es gut. Da geht mehr. Da kann man mehr rausholen, deshalb schicke ich das Kopfbauvideo ja ein. Aber schlecht sieht es auf keinen Fall aus. Hat noch alles gegeben. Also, nein, es ist nicht schlecht. Ich würde sagen, da geht noch was, aber vielleicht auch einfach nur, weil es halt jetzt die ersten 3 Züge waren. Also ich denke mal, ein Punkt ist, der Kopf ist noch nicht richtig an. Genau. Punkt 2, was noch sein könnte, ich weiß nicht, so wie er zieht, wirkt es für mich, als müsste er, es wirkt nur so, als müsste er relativ schwer ziehen. Ja. Dass der Durchzug vielleicht ein bisschen arg verstopft ist und dadurch natürlich auch der Rauch weniger Möglichkeit hat, durchzuziehen. Ja. Tue ich momentan noch mit 2 Kohlen im Cutout und einer auf Kipp. Das finde ich krass. Ich glaube, bei mir wäre der Shades schon RIP an der Stelle. Gut, das ist ja der Punkt. Du weißt nicht, wie es tatsächlich schmeckt. Ne? Also ich will mir jetzt nicht unterstellen, dass er schlecht gebaut hat, dass es nicht funktioniert. Alles ich sage ja auch nicht, dass es bei ihm so ist. Gehen wir mal davon aus, dass es bei ihm gut ist. Ich sage ja nur, wenn ich den Quickie mit 3 Kohlen über jetzt 7 Minuten rauchen würde, das wäre bei mir zu viel. Das ist richtig. Ja? Schmeckt super. Ja, dann. Passt. Ihr lässt sich auch Bombe rauchen. Aber du siehst, er versucht wirklich alles rauszuholen. Mhm. Ich finde das cool. Ja, das läuft. Es raucht doch. Ja auch auf keinen Fall schlecht. Nein. Gut. Aber ich glaube so. Ist das gewesen? Das war mein Lied. So 10%, ja. 15 vielleicht. Könnte man noch rausholen. 20 könnte man noch rauskitzeln. Vielleicht ein bisschen am Durchzug arbeiten, ein bisschen am Kopfbau. Vielleicht sind das aber, wie gesagt, auch genau die 20%, die noch draufkommen, wenn der Kopf angeraucht ist, wenn man den einmal hochhebt, bisschen dreht, wieder reinsetzt und gut ist. Richtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und Simplexus schreibt auch noch, musste nach dem Video runter, die dritte Kohle. Und Grüße gehen raus an die Community. Ja, Däumchen. Aber sehr nice. War cool. Sehr nice. Also auch an dich, Simplexus, Kuss. Jungs und Mädels, an alle, die ein Video eingesendet haben, gerade an euch drei jetzt in dem Teil, dicker Kuss fürs Mitmachen. Ich feiere es brutalst. Ist echt mega. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, kommt im Livestream vorbei. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Meistens um 8 Uhr abends. Ich sage euch aber immer auf Instagram @swg.huka Bescheid, wann der Livestream startet. Und da machen wir dann noch weiter mit dem Community-Kopfbau. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, eins einzusenden, dann schaut mal im ersten Teil von der 2. Staffel. Da erkläre ich nochmal die ganzen Regeln, was ihr beachten müsst, um mitzumachen. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.